Guten Morgen, mein letzter Tag in Berlin hat angebrochen. Totales Chaos. Ich habe es geschafft, sowohl meine Kameratasche als auch mein Stativ zu verbummeln, glaube ich. Ich hoffe, irgendjemand hat das gestern noch gefunden. Deswegen wird jetzt mal ein bisschen improvisiert. Ich muss noch ganz fix meine Sachen packen. Kaffee rein, Lipomid rein und dann werde ich von Tobi auch schon abgeholt und geht's weiter nach Potsdam ins Gym von dem Andreas Bosse. Das ist sehr geil, ziemlich cooles Oldschool-Studio. Bin das Ganze mal anschauen, ich bin das erste Mal da. Und dann heute Abend geht es dann auch schon wieder zurück nach Hamburg. Ganz großen Dank an dieser Stelle nochmal an Big Zone. Ich bin neuer Big Zone-Athlet und die Jungs haben mich auch gestern gleich sofort ausgestattet. Ich glaube, 2 Kilo Whey-Isolat. Ich habe von Rich Piana den Full as Fuck. Ich habe die letzte Dose Godmode in dem Laden, glaube ich, abgegriffen. Nee, ich glaube, eine einzige Dose Godmode haben wir da noch. Ganz, ganz wichtig für mich. Morgens nicht zu schlagen, Lipomid. Ne? Für alle Leute, die ein bisschen auf Stimulantien stehen. Dann kommt ihr sehr geil durch den Tag. Schwitzt wie Sau beim Cardio. Hab danach keinen vielen Crash. Vitamin D habe ich noch mit dabei. Ich habe 1 Kilo Erdnussbutter. Das hält bei mir ungefähr so 3 Tage. Das erste Mal habe ich mir die Flavor geholt von Frank's Bakery. Vielleicht morgens für die Porridge oder fürs Porridge. Eine geile Idee. Gestern direkt ausprobiert habe ich Melatonin vom Schlafen. Habe ich auch noch nie gemacht. Bin eingeschlafen wie ein Stein. Vielleicht lag es auch am anstrengenden Tag, das weiß ich nicht. Aber da kriegt ihr von mir nochmal ein Feedback zu, wenn ich das Ganze ein paar Tage mehr getestet habe. So, ich muss mich jetzt leider ein bisschen beeilen, sonst komme ich viel zu spät. Was zum Frühstück muss ich mir auch noch irgendwie suchen. Total Chaos. Tobi ist zu spät, wie immer, wer hätte es gedacht. Aber das sind wir schon gewöhnt von ihm, richtig? Guten Morgen. Die Ruhe selbst, der Herr. Wir sind jetzt im Body and Fight Gym angekommen. Ja. Schau mal die Augenringe. Geht aber noch. War gestern schlimmer. Oder du hast geschwingt. Ich habe schon so viel gehört. Hier gibt es, glaube ich, einen Haufen richtig geiler Maschinen. Gleich sympathisch. Hier gibt schon mal eine Hackenschmidt. In ganz Hamburg findet man gefühlt irgendwie so 2 Hackenschmidt-Maschinen und davon taugt eine nichts. Beinpresse hier. Sehr geil, Beinpresse. Sehr geile Bizepsmaschine. Nice. Da muss ich nochmal rausfinden, was das ist. Das ist ein richtiges Paradies für Bodybuilder hier. So alle Maschinen, die man aus Instagram-Videos und den ganzen Leuten kennt, auf die man Bock hat, die findest du hier. Eine Belt-Squat-Maschine. Ne? Für alle Leute, die irgendwie mit dem Rücken haben. Der Hammer. Noch nie genutzt sowas. Eine richtige Nautilus-Pullover-Maschine haben wir hier. Wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich ein riesiger Dorian Yates-Fan bin. Und wenn man Dorian Yates-Fan ist, dann kommt man irgendwie um Überzüge nicht rum. Safety Squat Bar findet man auch nicht in jedem Studio. Ich habe noch ein geiles Stück gefunden hier. Und zwar eine Donkey-Wadenmaschine. Und daneben, ja, wie soll es auch anders sein, noch eine Rarität. Der ignoriert mich auch. Der ist noch halbwegs am Schlafen. Guten Morgen. Hi. Das ist hier der Besitzer, das ist der Andreas. Sehr geil. Sieht man selber Wettkämpfer mit Leib und Seele. Und das spürt man in dem Studio auch total. Man merkt, dass der selber trainiert. Hier ist kein Gerät, was irgendwie überflüssig ist. Alles hat seinen Sinn, seinen Platz. Der Tobi und ich eh so oft zusammen trainieren, überlegen wir gerade, ob wir uns hier einfach mal zulegen. Ja, machen wir. Machen wir? Okay, ich glaube, dann ist es jetzt entschieden. Fürs nächste Rückentraining mit MacGrips. Der Vorteil, ich erkläre das mal ganz kurz, an dem Griff ist, ihr schiebt durch den, dadurch, dass die Handflächen gedreht sind und nicht parallel sind, die Ellenbogen direkt nach vorne. Dadurch, halt mal bitte gleich unten, merkt ihr hier, kommt die Spannung rein und geht bis in den Ansatz rein. Volle Kontraktion, alles schön fest. Richtig genial. Du kannst mit dem Griff nicht abfälschen. Nein. Du bist gezwungen, in der perfekten Bewegung zu sein. Ich erwische mich selber immer, wenn ich zum Beispiel Untergriff Latzi mache, dass ich meine Hand immer schon so halb auf habe, damit ich
im Endeffekt das schon nachmache. Da kannst du aber kein Gewicht mehr benutzen, weil mit drei Fingern kannst du die Stange nicht mehr benutzen. Nee. Und hier kannst du einfach genau das machen. Wenn du so spät, so greifst, ja, und hinruderst, kommst du nicht auf den Rand nicht rein, wenn du hier vorbeikommst. Die komplette Auspaktion. Das quetscht halt auch. Genial. Ja. Und das Lustige ist, die Griffe, ne? Diese 7er Kombi, kostet 380 Dollar. Alle zusammen, aber 300 Dollar versandet Import. Ja, trotzdem, das sind 100 Euro. Ja. Nicht mal, wenn es Dollar sind, das ist sogar weniger. Das ist richtig genial, das ist Qualität. Also, bald laufen wir mit unserem eigenen Equipment in den See. Das ist mega. Richtig gut. Das, was wir vorhin besprochen haben, es ist wirklich so, wenn der Studiobetreiber selber Athlet ist und selber vernünftig trainieren will, dann denkt er nicht nach, ob der das Ding bestellt. Dann wird bestellt und ist gut, weil er weiß, dass es gut ist und es bringt den Rückenpain weiter. Ja. Und ist immer noch besser oder immer noch billiger als sich eine eigene Maschine von Hammerstrength. Es gibt auch Maschinen, einen vernünftigen Untergriff hast, der leicht supiniert ist. Selbes Prinzip. Das kannst du aber mit den Griffen einfach prima nachmachen für einen Bruchteil des Preises. Alle immer fleißig am Vloggen. Außer mein Teamkollege, der ist nie am Vloggen. Das muss ich bei mir mit reinnehmen. Warum vloggst du nicht? Meinst du, die Leute interessiert das nicht, was du so machst den ganzen Tag über? Ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Folgt mir auf Instagram, dann werdet ihr erfahren, was ich den ganzen Tag so mache. Ich werde auch zu Hause. Werde ich auch mal scharf hier? Hallo? Mir geht er so zurück. Ah, jetzt bin ich scharf. Ich werde auch zu Hause gleich Mittagsschlaf machen. Heute Abend noch einen Cheat-Tag einlegen. Und morgen geht's dann weiter. Wir gehen jetzt Auto shoppen, ne? Mein neues Leasing-Auto. Dein Autohaus, ne? Ne, ist in meiner Autoshop. Deine Garage. Ja, ist der Autoshop. Nur sind so viele Autos, deswegen haben wir das Porsche-Zentrum. Wetter haut rein. Kommt gut nach Hause und fahrt vorsichtig. Die Autoübergabe. Bin bei meiner Karre angekommen. Schon alles rübergeräumt. War ein anstrengendes Wochenende, oder? Ich bin voll im Eimer. Man kommt ja doch so ein bisschen aus dem Schlafrhythmus. Ich mache immer Mittagsstunde. Ich meine, mir fehlt meine Mittagsstunde total. Ist doch geil, wenn wir das gefilmt haben, auch die letzten Male. Ich werde immer 16 Uhr müde. Das ist meine Mittagsschlafzeit. Ja, das ist so der Biorhythmus. Ja. Wir haben viel geschafft, oder? Extrem viel. Gestern Abend war mega. Ja. Auch die Bilder vom Shooting waren mega. Gestern allein sind, glaube ich, schon 3-4 Videos entstanden. Ja, wenn nicht mehr. Richtig mehr. Shooting. Für mich Feuerprobe, so von 0 auf 100 gleich einmal reingeschmissen an den Teich. Geil. Anna weiß gleich mal, wie es ist. Ab nach Hause, essen, das kam nicht auch deutlich zu kurz. Ja. Zwar gute Vorsätze, alles vorbereitet, mitgenommen, aber nachher überhaupt keine Zeit gehabt, eigentlich meine Meals so zu preppen, wie ich wollte. Ich folge, Mann. Ich habe auch gesagt, ich hab meine Meals nicht, wenn ich unterwegs bin. McFlurry Gains, ja. Eigentlich würde ich am liebsten eine halbe Stunde schlafen, dann essen, dann nochmal schlafen. Ja, ich denke, das wird so im Wechsel stattfinden, ja. Bei mir auch heute Abend noch. Und dann einmal richtig ausschlafen und ab morgen geht's dann. Cardio. Morgen früh Cardio. Auf jeden Fall sehen wir uns. Ja. Ja. Was? Gut nach Hause. Wir sehen uns. Whatever. Mal vorsichtig. Und das nächste kaputt hier, oder was? Oh, gleich erstmal gucken hier. Wie echt jetzt? Nein. Der hat aber die Macke, weil ich ihn manuell hochgedrückt habe und dann. Ach so. Spack da rum. So. Geht doch zu. Hammer. Perfekt. So, ab ins Auto, keinen Unfall bauen. Mach's gut, Tobi. Oh, ich in meiner Chaoskarre hier. Oh. Dicke Autos fahren, aber nicht aufräumen können. Sieht bei mir aus wie bei jedem Bodybuilder im Auto, glaube ich. So, endlich zu Hause angekommen. Für mich heißt es jetzt nur noch aufs Sofa, meine Donuts essen. Ich glaube, danach falle ich sowieso ins Foodkoma. Ausschlafen und morgen früh geht es dann zurück in meine Routine. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt einen guten Einblick bekommen in meinem ersten oder meine ersten ein, zwei richtigen Tage als YouTuber. Wenn ihr auch in Zukunft ein bisschen was von mir sehen wollt, dann lasst mir einfach ein Abo da. Ihr könnt mich auch gerne auf Instagram abonnieren, mir folgen. Da werdet ihr täglich in meiner Story sehen, was ich so treibe. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann gibt es auch in Zukunft noch deutlich mehr
Content von mir. Ich werde mich jetzt aufs Sofa legen, noch die Donuts verspeisen, die ich mir eben geholt habe, nur noch ins Foodkoma fallen und wahrscheinlich bis morgen früh einfach durchpennen. Mit dem Kamerasprechen üben wir nochmal.